Na, so, moin zusammen. Ich wollte mich mal wieder längst gemeldet haben. Jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt Ende Juni und ich habe sage und schreibe mit dem guten Stück 6519 Kilometer abgespult. Und das Ganze ohne große Probleme, ehrlich gesagt. Das Einzige, was war, das direkt von Anfang an, gab es irgendwie Theater mit dem lustigen Radsensor hier. Der hat dafür gesorgt, dass die Fahrassistenzsysteme ausgefallen sind, beziehungsweise das Motorrad dann in so eine Art Notlauf gegangen ist. Und da hatte man dann so schönes Mäusekino da. Und da stand ihm halt drin, dass alles möglich ausgefallen sei. Und so war es dann auch. Aber wie gesagt, das Ding getauscht und dann ist gut. Und seitdem wird die Bock wirklich ohne Probleme die ganzen Kilometer abgespult. Ich bin 3000 Kilometer fast am Stück gefahren, denn ich hatte Urlaub 2 Wochen und bin von Hamburg auf Achse nach Südfrankreich gefahren und wieder zurück. Das mit dem Ding. Und da sind wir im Grunde genommen eigentlich bei dem größten Pluspunkt von dem ganzen Bike. Dieses Ding ist sehr langstreckentauglich und die Sitzposition ist einfach unfassbar gut für ein Superbike. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, welches Superbike da rankommt, dass man das jemals von einer Ducati sagen kann, dass die Sitzposition sehr kommod ist und man da gut auf den Ding sitzt. Hätte ich nie gedacht, aber es ist wirklich so. Das ist irgendwie kein Gequatsche. Man sitzt auf diesem Ding extrem bequem. Man kann wirklich, wirklich lange Strecken runterreißen. Ich bin ja streckenweise wirklich 600, 700 Kilometer am Tag gefahren mit dem Bock. Und das ging wirklich großartig. Ich hatte hier hinten dann diese lustige Sitzbank drauf montiert, habe ja dieses eine Video gemacht mit den Fußrasten, fuck up. Sprich, hatte dann hinten eine kleine Tasche drauf. Ich habe da, glaube ich, ein Foto von gemacht. Das blende ich mal jetzt ein. Und ja, ich sag mal so, war mehr schlecht als recht, ehrlich gesagt. Es hat gehalten, man musste irgendwie alle 100 Kilometer oder was mal anhalten, das alles mal wieder festzurren und dann ging es weiter. Ich hatte keinen Bock gehabt, mit Rucksack zu fahren, weil kann ich generell von abraten, bei längeren Touren ohne Rucksack zu fahren, weil es wirklich schon, dann auf Dauer wirklich sehr belastend. Aber ansonsten hat das Ding das alles ganz brav gemeistert. Dann bin ich auch extrem begeistert gewesen von den Fahrassistenzsystemen. Die haben mir zweimal doch ordentlich aus der Bedouille geholfen. Einmal bei der Autobahn, bei einer Autobahnabfahrt. Die habe ich dann doch etwas zu schnell genommen. In voller Schräglage, hektisch in die Bremse gegriffen, hat das ABS geregelt. Wirklich großartig. Also das hatte ich in der Form noch nie so erlebt, wie safe das ist. Dann auch, wenn es mal regnet, die Traktionskontrolle extrem gut. Man kann die ganze Zeit im Sportmodus bleiben. Also man muss da jetzt nicht irgendwie auf Street oder so. Oder Race, würde ich sowieso nicht empfehlen, auf der Straße. Das reicht völlig aus, wenn man damit dann quasi fährt die ganze Zeit. Selbst als ich auf dem Lausitzring war bei Ducati For You beim Rennstreckentraining, bin ich die ganze Zeit im Sportmodus gewesen. Das hat völlig ausgereicht. Das sind eigentlich so die beiden größten Sachen, die mir persönlich jetzt so aufgefallen sind und wo ich sagen muss, Ducati ganze Arbeit geleistet. Das Standardfahrwerk, da habe ich ja ein Rennstreckenvideo gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das danach oder davor poste, wie auch immer. Da hat Ducati Berlin ordentlich dran rumgearbeitet. Also sprich, out of the box funktioniert das auf der Straße gut, auf der Rennstrecke nicht so gut. Da haben die ordentlich nachjustiert und in dem Video erzähle ich mal, was da verändert wurde. Gib auch mal das ganze Setup durch, könnt ihr mal probieren. Ich fahre damit jetzt auch auf der Straße. Ist zwar etwas härter, aber man hat sich einfach so relativ schnell dran gewöhnt und das Gefühl ist auch wirklich sehr, sehr gut. Damit fahre ich jetzt die ganze Zeit rum. Dann kommen wir mal zu den 2 Fuck-Ups, die das Ding hat. Ganz klar sehen wir hier die Kollegen schon, die Spiegel. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Ehrlich gesagt, man sieht in den Dingern nichts. Das ist aber so ein generelles Problem bei Ducati. Schon eh und je gewesen. Keine Ahnung, nach hinten, man sieht einfach nichts. Man kann es komplett knicken. Und der 2. Fuck-Up sind definitiv die Reifen. Hat primär damit zu tun, dass es jetzt schon der 2. Satz ist. Und das ist schon echt krass. Also man heizt diese Dinger wirklich ordentlich durch. Und geht gut ins Geld. Ich meine, wenn man bedenkt, halt 400 Euro immer pro Satz. Es wird wirklich höchste Zeit, dass da für diese Größe, speziell der Hinterreifen ist ja schuld, wegen der 260er Abmessung, die 200 genau, mal 60. Deswegen gibt es momentan nur den und ehrlich gesagt, hätte ich mir da irgendwas gewünscht, was für die Straße besser zu fahren ist, ein bisschen kommoder ist und natürlich was einfach etwas länger hält, weil alle 3000 Kilometer hier die Reifen wechseln. Ja. Ansonsten kann ich ja dann nochmal ein Video machen, wo ich ein bisschen detaillierter auf die ganzen Sachen eingehe, aber das wollte ich jetzt erstmal so loswerden und was ich auch schon immer mal euch zeigen wollte, ich habe in der letzten Zeit mehrere Aufnahmen gemacht,
die mich persönlich auch immer interessiert haben. Ich hoffe, sie interessieren euch auch. Und zwar geht es da so um so Sachen wie Durchzug. Wie klingt das Ding eigentlich im Vergleich zu der V2, die ich hatte, sprich zu der 1199, jetzt die V4? Ich habe mal so einen Durchzugswert ermittelt, den man so auf der Landstraße immer gerne braucht. Vierter Gang 80 bis 140, dann fünfter Gang auf der Autobahn 100 bis 200. Das mal verglichen. Dann, was ich auch hochinteressant fand, ich habe mal die Kamera, ich habe eine und dieselbe Kamera mal benutzt, habe die auch an einer und dieselben Position mal gestellt, dass ihr mal hören könnt, wie klingen die Dinger eigentlich im Vergleich im Stand und auch mal so ein Drive-By, wenn man so vorbeifährt. Ich glaube, ich habe gedreht, gucke ich nochmal genau nach, blende ich da noch ein. 4500 Umdrehungen, sprich, wie klingt die da? Jetzt guckt euch mal an, Durchzug und Sound von der Kiste im Vergleich zur F99. Ist halt wirklich interessant, wie laut so eine gute alte F99 mit Serienauspuff ist. Und das Ding ist aber auch kein weißer Knabe hier, also alles gut. Okay, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal. So, Soundcheck!